herzlich willkommen im zweiten Teil. Gut erholt? Wie hat es euch bisher gefallen? So schreck. Wunderbar, das freut uns alle sehr. Vielen, vielen herzlichen Dank. Jetzt wollen wir aber eine Person ganz besonders glücklich machen. Wir haben viele Preise auch noch später als Trostpreise. Draußen am Infostand findet ihr alle Nummern, ob ihr gewonnen habt. Beispielsweise eine von 100 Mai-Müsli-Dosen. Da steht CSD Stuttgart drauf, die gibt es nur 100 Mal. Also von daher jede Menge weitere Gewinne. Und ich habe mir eine Losfee geholt. Wo ist sie? Eine lose Fee hast du dir geholt. Ah, ja, eine Fee mit losem Mundwerk. Ja. Ja, und wir begrüßen ganz herzlich die Sponsoren des Hauptpreises, nämlich einer Reise in die Karibik nach Aruba. Herzlich willkommen, KLM. Vielen Dank zum dritten Mal. Ermöglichen Sie uns, dass wir mit dem Döschen rasseln können für den guten Zweck. Alle Einnahmen dieser Tombola gehen zugunsten der IGCSD, wo unter anderem natürlich auch der heutige Abend mitfinanziert wird. Liebe Wommi, walte deines Amtes. Ich guck weg. Hallo. Ich nehme dich mit, wenn ich gewinne. Das hat sie zu mir auch schon gesagt. Danke. Ich ziehe zweimal. Okay. Ach so. Dann gucken wir doch mal. Ah. Die Zahl ist kurz vor 60. Ja, es ist die 57. Und jetzt müssten eigentlich, weil es mehrere Farben sind, gleich mehrere Leute ziemlich Herzklopfen haben. Es ist die Farbe Rot. 57 Rot. Bitte zu uns hier auf die Bühne. Herzlichen Glückwunsch. Ja, super. Und brav, gleich mehrere Lose gekauft. Einmal ein Gutschein für dich. Super. Vielen herzlichen Dank. Wir wollen natürlich Beweisfotos, wenn du in der Karibik bist. Ganz viel Spaß mit diesem Preis. Und hallo, wer hat's gezogen? Da reicht kein Danke. Vielen herzlichen Dank und alle anderen Gewinner nachher am Infostand. Danke an KLM. Danke an KLM. Bobby, bis gleich. Ja, wunderbar. Wir freuen uns. CSD, das ist immer ein Ereignis jedes Jahr. Und was ist das Kernthema vom CSD? Toleranz. Gelebte Toleranz. Wir gehen mit gutem Beispiel voran. Wir haben jetzt Künstler aus dem Badischen. Hey, wenn das nicht tolerant ist, weiß ich auch nicht. Wenn ich mal ganz schräg drauf bin, lasse ich mir eine Tetanusspritze geben und gehe ab nach Mannheim und gucke, was passiert.